und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch meinen Book Haul für den Dezember zeigen. Es ist wieder einiges dazugekommen. Ich habe mein Bücherkaufverbot gebrochen. Und genau, die ersten Bücher, die ich euch jetzt auch zeigen werde, sind die Bücher aus meinem Avell Haul. Und den habe ich ja schon extra hochgeladen. Sprich, ich werde die Bücher jetzt nur einmal kurz zeigen, wie sie heißen, von wem sie sind. Und aber nicht nochmal eben vorlesen. Worum es geht, das könnt ihr dann ja, wenn in dem Avell Book Haul, falls euch das interessiert, eben nachschauen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich würde sagen, wir fangen dann auch direkt an. Es sind insgesamt 8 Bücher bei mir eingezogen. Und bei Avell, oh, durch Avell, nicht bei Avell, ist einmal von Mark Rabe Zimmer 19 bei mir eingezogen. Das ist der zweite Band der Tom Babylon-Reihe, ein Füller. Dann ist noch bei mir eingezogen der zweite Sammelband der Askir-Saga. Ich muss mir auch irgendwann unbedingt noch den dritten zulegen von Richard Schwarz, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist eigentlich ein deutscher Autor. Naja, gucken. Ja, Frankfurt. Also wahrscheinlich Richard Schwarz. Und ja, leider ist der zweite irgendwie momentan nicht mehr lieferbar. Ich weiß nicht, ob der schon vergriffen ist. Also er wird als vergriffen angezeigt, aber eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen, weil es ihn noch gar nicht so lange gibt. Aber naja. Dann sind 3 weitere Bände der Redwood-Reihe bei mir eingezogen. Das sind so Liebeschmöker, locker leicht, kann man einfach so weglesen. Und dann noch ein weiterer Thriller, ein Einzelband, nämlich der Kastanienmann von Søren Sveistrup. Wenn ich den Namen richtig ausspreche, wahrscheinlich nicht. Den hat mir eine ganz liebe Freundin total ans Herz gelegt und auf den bin ich auch schon sehr gespannt. Ja, und dann kommen wir zu den beiden Büchern, die Weihnachten noch bei mir eingezogen sind. Zum einen, was ich mir total gewünscht hatte, der Avatar-Artwork-Band. Oh, ist so schön. Da sind halt die ganzen Artworks, wie die Serie entstanden ist, eben mit drin. Und ich habe mich so riesig darüber gefreut. Ich finde das Buch so schön. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Falls ihr die Serie noch nicht geguckt habt, kann ich euch die herzlich ans Herz legen, gutes Deutsch, kann ich euch die auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Die läuft, meine ich, momentan auf Netflix und es geht um eine Welt, die in 4 Nationen aufgeteilt ist, das Erd-, Feuer-, Luft- und Wasserkönigreich. Und in jedem Königreich gibt es Leute, die die Elemente beherrschen können, jeder normalerweise eins. Und dann gibt es noch den Avatar, der dafür da ist, das Gleichgewicht zwischen den Nationen eben zu wahren. Und der ist aber vor 100 Jahren verschwunden und daraufhin hat sich die Feuernation gedacht, reißen wir doch mal die Weltherrschaft an uns. Und seitdem herrscht eben Krieg und nach 100 Jahren taucht der Avatar dann doch wieder auf. Und es ist aber kein alter Mann, wie alle dachten, sondern ein 11-jähriger Junge. Und an ihm liegt es jetzt eben quasi, die Welt zu retten. Und es war so gut gemacht. Ich liebe diese Geschichte. Es gibt so tolle Charaktere. Meine Lieblingscharaktere sind Zuko und Iroh, falls ihr die Serie geguckt habt und auch Lieblingscharaktere habt, dürft ihr sie mir natürlich gerne schreiben. Und ja, ich liebe dieses Buch. Mir fällt gerade auf, ich habe mein Kuscheltier gar nicht mitgenommen, was ich von meiner Schwester geschenkt bekommen habe. Ich habe nämlich Appa als Kuscheltier geschenkt bekommen und das ist großartig. Ich habe mich so gefreut. Ja, ich bin schon ein kleines Kind manchmal. Dann habe ich den 5. und letzten Band der Hexerreihe von dem ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Andrei Sapkowski, glaube ich, heißt er. Geschenkt bekommen von meinem lieben Cousin und das heißt, dass ich die Reihe jetzt komplett lesen kann. Ich bin sehr gespannt, wann ich dazu die Zeit finden werde. Vielleicht in meinem Urlaub. Es sind ja 5 Schinken und der letzte ist so extrem dick irgendwie. Voll krass. Und ja, den meisten ist die Hexerreihe wahrscheinlich ein Begriff. Das sind ja ganz bekannte Videospiele und jetzt ist eben auch eine Netflix-Serie dazu rausgekommen, wo jetzt schon die 2. Staffel rausgekommen ist. Und ich bin super gespannt auf diese High-Fantasy-Reihe und ja, freue mich tierisch darauf. Das waren tatsächlich auch die Bücher, die bei mir eingezogen sind. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt weiter so viel sein wird im Januar. Ich hoffe nicht, weil ich habe eigentlich keinen Platz mehr. Ich muss dringend aussortieren. Das heißt, irgendwann wird bestimmt auch nochmal ein Unhaul-Video oder ein Ich reorganize meine Bookshelves, sehr viel Englisch, kommen. Und ja, das war's eigentlich für dieses Video schon. Ein relativ kurzes, aber muss ja nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ihr dürft mir gerne schreiben, was ihr zu Weihnachten bekommen habt. Das würde mich brennend interessieren. Bis dann. Tschüss.